So, wir kommen zurück zum Expositionsspiel, das wir versuchen mit Nyra irgendwie eine Quest zu machen, weil sie gerade leider neben uns stand, wir haben nur ein Kapitel sind und deswegen... Gut, gehen wir und suchen deine Berserker. Dann los, bevor sie weg sind. Und wir überfallen irgendwelche Berserker in unserer Thermodings hier. Das ist ganz schön thermoaktiv. Ich verstehe immer noch nicht, warum mein Volk so eine Angst vor den Berserkern entwickelt hat. Alles, was fremd ist, wird oft als Bedrohung empfunden. Die Berserker stehen für die Menschen und die Natur ein und versuchen, beides zu erhalten. Ihre Methoden sind oftmals sehr esoterisch. Etwas, das überwiegend wissenschaftlich denkende Alps nur schwer nachvollziehen kann. Aha. Ob sich Kaya mittlerweile wieder abgekühlt hat? Ja, das dunkle Elex gibt uns immer noch viele Rätsel auf. Kaya könnte mir dabei helfen. Ich sollte mal nach ihr sehen. Ja, Geschäfte? Mein Bestreben, die Menschheit einen zu wollen, wurde über die Jahre ziemlich strapaziert. So behielt ich zu keiner der Fraktionen je ein dauerhaftes Verhältnis. Wer weiß, wie es diesmal sein wird. Ah, mein Kopf! Ah ja, das passiert also immer noch. Schön. Jackson hier alles beimacht. Ja, das ist das Ding in den neuen Kapiteln. Ich muss mich konzentrieren. Oh Mann, wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Dass die Menschheit überhaupt noch existiert, Was gibt's da zu glotzen? Keine Sorge, ich bin nur hier, um nach dem Rechten zu sehen. Mir egal, welche Befehle du hast. Ich habe klare Anweisungen erhalten. Ich soll hier niemanden rumstreuen lassen. Also verschwinde und mach hier keinen Ärger, klar? Dann finden wir heraus, ob diese Berserker da drüben ebenfalls so denken. Aha. Schön, dass mir alle den Rücken zudrehen. Das was immer schön nacheinander abarbeiten, das mache ich doch. Neulich hat sich bei mir, bei Cyberpunk war das, das habe ich dir auch erzählt, beschwert, dass ich alles, dass ich die Queste durcheinander spiele. Und das war, glaube ich, die einzige Cyberpunk-Episode, wo ich das tatsächlich mal gemacht habe. Das hat mir so viel Mühe gegeben, die Sachen schön in Reihenfolge zu spielen. Und dann beschwert sich da wirklich immer, dass ich die Sachen durcheinander spiele. Da war ich wirklich sauer. Ich gebe mir wirklich immer viel Mühe bei sowas. Und denn sowas, ne? Ein Geschulter? Ja, okay. Das ist es, was Nyra haben will. Besser, ich verschwinde jetzt. Wie sie trotzdem feindlich werden, ist eine absolute Frechheit. Also wirklich. Na gut, dann wo ist das Ding hier? Zielgeschwindigkeit. Warte mal, ich hab doch irgendwo Magie. Nee, hier nicht. Hier. Nimm dies, alter Wüstenteufel. Brenne! Du willst die Berserker beklauen. Wie sollten sie schon darauf reagieren? Sie müssen nicht reagieren, wenn sie uns nicht erwischen. Und wenn doch, dann räumen wir sie eben aus dem Weg. Ja, wie soll sie auch reagieren? Hier sind die strategischen Pläne der Berserker. Meine Analyse geht gut voran. Ich denke, wir beenden unsere Zusammenarbeit nun. Was? Nur über deine Leiche? Ich hab das grad... Was ist das eigentlich für Musik gerade? Jetzt schon? Wir fingen doch gerade erst an, uns zu verstehen. Du weißt, was ich will. Ich will das Volk der Alps beschützen. Und du weißt, was ich will. Dass du hier an meiner Seite kämpfst. Das kann ja ewig dauern. Ich habe bei weitem Besseres zu tun. Moment mal. Du bist mir noch etwas schuldig. Du wirst gefälligst bleiben, bis wir durch sind mit der Sache hier. Ich warne dich. Vor was denn? Nein, du bist jetzt Teil der sechsten Macht und es wird Zeit, dass du das endlich akzeptierst. Wie jeder andere auch. Das war nicht die Vereinbarung. Ich habe dir jetzt oft genug geholfen. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo du etwas zurückgibst. Du kannst immer noch zurück zu den Alps ins Depot, wenn du deine Pflichten erledigt hast. Und wie soll das aussehen? Was? Fangen wir damit an, diese Bastion sauber zu halten? Will ich sie jetzt... will ich sie jetzt zum Besendienst abstellen? Fangen wir damit an, die Bastion sauber zu halten. Du teilst mich zur Reinigung der Wohnräume ein? Zur ersten Abkühlung würde ich vorschlagen, gehst du auf die Jagd und sorgst dafür, dass sich die Tiere in der Umgebung nicht mehr vermehren. Ja, aber... Es sei denn, du hast eine bessere Idee. Nein. Gut, dann würde ich vorschlagen, gehst du gleich los und machst, worum ich dich gebeten habe. Alter. Ich werde es tun. Ich werde in Kürze vorbeischauen und deine Arbeit kontrollieren. Jawohl.
Alter, hat sie sich schnell in der Unterwürfigkeit hat schlagen lassen. Unliebsame Aufgaben. Und die Augenbrauen. Also sie hat auf jeden Fall ordentlich Poren. Das reicht wahrscheinlich, um ganz Instagram zu bevölkern. Hä? Scheiße. Ich weiß nicht. Was soll das uns denn jetzt sagen eigentlich? Wo zur Hölle sind wir gerade? Hä? Okay, was war das jetzt für eine Quest? Also, ich meine, müsste sie ihre Lex-Dingsbums-Fähigkeit nicht eigentlich verlieren, wenn sie das nicht, wenn sie die nicht benutzt? Weil also wenn sie kein Alex mehr nimmt? Also, das soll uns ja irgendwie zeigen, dass sie das Alex abgeschworen hat, aber... Was? Naja. Achso, da fällt mir gerade ein, wir wollten noch eigentlich noch den Marsch der Maschinen verhindern, oder? Machen wir das als erstes. Maschinen aus Kontrolle? Das klingt nach einer ziemlich einfachen Quest. Wir nehmen mich da am besten einfach mit zur Unterstützung. Wahrscheinlich Myra. Wo hängt Myra gerade ab? Ist die tatsächlich wirklich schon dabei? Oder hat das Spiel wieder ist das Spiel wieder schlecht darin gewesen, meine Begleiter zu teleportieren? Also ich will das in Myra nehmen, weil die labert mich wahrscheinlich von allen Leuten hier nicht zu, wenn ich sie jetzt anquatsche. Weil die anderen haben bestimmt jetzt gleich wieder eine Subquest zu mir. Wo ist denn Myra jetzt hin? Ist sie wieder zurück in der Bastion? Ich habe gesagt, dass ich wieder zurück zur Bastion kann, aber wie ist sie denn jetzt? Eine kleine lustige Zwischensequenz da war ja gerade schön gut, aber... Naja, gut, dann müssen wir das wohl alleine machen. Hilft ja alles nichts. So. Das wird bestimmt wieder voll der Abfuck. So, hier, ah ja, okay, jetzt. Ich wollte gerade sagen, sieht man gar nicht feindlich. Also sie doch. So, dann kommen wir alle her hier. So, denn hier. Ich habe ganz schön viel Ausdauer. Das ist jetzt mein neuer Modus Operandi, genau. Mein neuer Modus Operandi, gegen Gegner vorzugehen. Ich rolle im Kreis, bis mir die Ausdauer ausgeht. Welche Taste war der Mana-Trank? Das war nicht der Mana-Trank. Das war der Mana-Trank. Also, zugegebenermaßen, das ist eine ziemlich lame Methode zu kämpfen. Was funktioniert leider, ne? Und nochmal. Also besser als der andere Unsinn auf jeden Fall. Oh, bitte lass mich das mehr overpowered sein, weil das ist halt... Au. So, wie viel hat das Ding hier noch? Ah, die einzelnen Treffer von den Feuerregen, wenn sie dann mal ankommen, machen das viel Damage, oder? Weil das hier... schlägt nicht so gut zu. So, hinten steht noch einer. Gut. Ja, das war jetzt ja hier, nicht ausweichen. Macht das Ding hier nicht mehr Schaden, wenn ich das so werfe? Nee, wirklich, es kostet nur unendlich viel mehr Mana. Mit diesen Maschinen der Kleriker stimmt etwas nicht. Ich muss mich unbedingt mit Crony Euphor beraten. Er hat einen besseren Draht zu diesen Dingern als ich. Haha, weil er eine Maschine ist. Ja, wow, das war jetzt auf jeden Fall eine absolut schwere Quest. Ich bin sehr glücklich, dass wir sie gemacht haben. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Dies war die beste Quest, die ich bis jetzt gesehen habe. So, ja, die Schwerter nehmen wir noch mit.
Bei Winter brauche ich ja noch das Geld. Achso, das ist das Symbol, was aussieht wie ein Inverter. Oder generell so ein Notstromaggregat. Ist in Wirklichkeit, das sind Servomotoren, soll das darstellen. Aber ganz ehrlich, diese kleine Grafik, die sieht. Also, hätte ich irgendwie nochmal ein Hi-Res sehen? Weil das sieht halt aus von der Miniatur. Sieht das absolut aus wie so ein. Wie so ein Notstromaggregat. Zusammen mit. Komplett mit diesem Käfig ringsherum. Weil die sind ja auch recht schwer. Davon trage ich jetzt keine Ahnung, wie viel mehr rum. Was ist das eigentlich für welche? Alpschwerter? Ja, wow. Krasse Quest. Gut, dass wir diese Quest so erledigt haben. Ich bin sehr glücklich darüber. Na gut, ich glaube, es gab auch nicht wirklich eine Dringlichkeit dafür. Aber da konnten wir immer mal den Feuerregen mal vernünftig gegen Gegner meiner Levelstufe ausprobieren. So, Zeit mit Kaya zu reden. Ja, Kroni hat bestimmt noch welche Quests für uns. Ich finde es übrigens sehr ärgerlich, dass er den Namen mal voll ausspricht. Einfach nur als Kroni zu sagen, was in die Kurzform wäre, muss er den Namen komplett aussprechen. So, Finlay war denn hier kein. Stand doch hier irgendwo oben. Ach ja, hier. So, grüß dich. Geht's dir besser? Wie sieht's aus? Kaum habe ich die Arbeit als Orakel wieder aufgenommen, da geht sie mir schon wieder gehörig auf die Nerven. Ich weiß genau, was du meinst. Es wird Zeit, dass ich mich wieder wichtigeren Dingen widme. Ich habe da so eine Idee. Wir wissen noch viel zu wenig über das dunkle Elex der Skyans. Du bist für mich immer ein Experte für das Elex gewesen. Vielleicht solltest du dir das lila Zeug mal genauer ansehen. Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Und ich weiß auch schon, wo ich anfangen werde. Allerdings brauche ich dabei deine Unterstützung. Natürlich. Wir Berserker machen uns am meisten Sorgen um die Skyaniden. Sie sind im Grunde den Mutanten der Alps nicht ganz unähnlich. Auch sie sind dem Elex verfallen und werden durch diese Substanz grundlegend verändert. Doch was ist seine Natur? Wie wirkt es? Was macht es so ansteckend? Hat es ebenfalls eine kollektive Stimme wie das blaue Zeug, das wir schon seit Jahren auf unserem Planeten haben? Traust du dir zu, eine Heilung für die Infektion mit dem dunklen Elex zu finden? Ich weiß doch nicht, was ich herausfinde, bevor ich es herausfinde. Ach, Menno. Kann ja nicht schaden, mehrere Eisen im Feuer zu haben. Wer weiß, wann Dawkins brauchbare Ergebnisse liefert bei seiner Forschung. Lila ist das neue Blau? Wirklich? Das ist die Mission? Okay, das schreiben wir auf. Fangen wir mit unserer Suche an. Ich weise eine gewisse Affinität zum Elex und dem Mana auf. Meine Sinne erfassen viele ihrer Eigenschaften und lassen mich mit ihnen regelrecht kommunizieren. Das eine ist ein Derivat des anderen. Damit kenne ich mich bestens aus. Das Lila-Zeug allerdings ist etwas gänzlich anderes. Es hat sowohl replikative als auch infektiöse Eigenschaften. Es wird schwierig werden, es zu isolieren und zu analysieren, ohne sich dabei auch die dunkle Seuche einzuhandeln. Ja, du schaffst das schon wie immer. Ja, volles Vertrauen. Du schaffst das schon wie immer. Danke für deine Zuversicht, aber trotzdem brauche ich es in seiner reinen Form. Ich brauche es in Aktion. Ich brauche es in seiner Wirkung, in seiner Vollendung, damit ich sehe, wie es wirkt. Und das am besten am lebenden Organismus. Ich ahne schon, worauf das hinausläuft. Ja, ich brauche junge, frisch gewandelte Exemplare der Skyaniden, um sie mir genauer anzusehen. Die meisten Biester, die wir bisher bekämpft haben, sind mindestens schon mehrere Wochen in ihrem gewandelten Zustand. Ich brauche aber Skyaniden, bei denen die Wandlung vor kurzem geschehen ist. Südlich vom Fort hat einer unserer Spähtrupps vor ein paar Stunden eine junge Herde kleinerer Exemplare der Skyaniden gesehen. Einer der Krieger behauptet, er habe gesehen, wie sich diese aus einer Gruppe Hornwölfe gebildet hätten. Ich würde mir das alsbald ansehen. Wenn du also bereit bist, dann lass uns das angehen. Ja, super. Also kann ich das nicht parallel zu der Dawkins-Quest machen? Ja, auf. Lass uns diese junge Skyaniden-Frischzucht aufsuchen. Sehr gut. Also, auf geht's. Hat sie noch ein paar Mana-Tränke für mich? Ich könnte gut welche gebrauchen. Ansteckungsgefahr. Dort drüben wurden die Biester von unseren Spähern gesehen. Wollen wir hoffen, dass es wirklich nur kleine Exemplare sind? Wir werden's gleich sehen. Ich bin absolut begeistert. Ich blende mich übrigens gerade ab und zu immer mal aus, weil ich versuche... Du weißt ja, wie die Sache läuft. Du gehst vor, ich folge. Irgendwie ein Screenshot für das neue Kapitel zu finden. Ich habe bloß keine Ahnung, wie. So, hier. Komm. Ich habe leider nicht mal eine Nahkampfwaffe. Funktioniert das eigentlich, wenn ich Feuerregen zauber? Das geht's. Oh, ich hab kein Mana.
Okay, das ist recht angenehm. Mein Kopf. Diese Scheißinfektion. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche. Also, wie waren die aber. Nee. Kai, das musst du machen. Ich hab hier leider. Ist ihre Feuerbälle besser als meine? Oh, Scheiße. Oder ist echt schlecht jetzt? Nein! Scheiße. Ich habe übrigens wieder doppelten Mana-Balken verbraucht, ne? Weil ich zu schnell hintereinander gekriegt habe. Wann war das letzte Safe-Game? Das könnte jetzt ein bisschen länger her sein. Oh Mann. Unglaublich. Du weißt ja, wie die Sache läuft. Du gehst vor, ich folge dir. Ja. Na gut, fangen wir einfach direkt an, indem ich hier einfach Feuerring schon mal präventiv zauber. Wer ist der denn noch? Der gehört aber nicht zum Ensemble mit dazu. Muss ich? Okay, noch welche. Ich bräuchte echt mal ein bisschen mehr Tankiness, glaube ich. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Jetzt weiß ich immerhin, warum Kaya immer so Probleme hat. Oh, das hat gerade mein kompletten. Oh, das aufzuladen hat gerade meine komplette Mana-Bar gekillt. Ja, nice. Hä? Ist hier noch? Ah, doch. Kaya, willst du noch was machen oder muss ich jetzt hier mit meinem. Beim Babyblaster das Ding kaputt schießen. Verdammt. Jung mögen sie ja sein, aber auch gefährlich. Sie sind sicher immer noch ansteckend. Vielleicht reicht es ja, wenn ich mir ihren Wandlungsort, wo sie die letzten Stunden gehaust haben, genauer ansehe. Also, führe mich so nah wie möglich zum Wandlungsort, damit ich meine Arbeit aufnehmen kann, okay? Der Wandlungsort. Ich würde sie vorher gerne looten. Ach, sie wird sie droppen, nur dunkles Alex. Ich hätte irgendwie gedacht, dass sie vielleicht tatsächlich was fallen lassen, mit dem was anfangen kann. Ja, also das ist dadurch, dass ich keine Mana-Regeneration habe, wo mir der Verlorene herkam, ist es hier mit der Magie ein bisschen unpraktisch, ne? Das ist halt schlimmer als Munition. Ja, der Bannungsort ist wahrscheinlich denn hier. Am besten, du gehst mir für ein paar Augenblicke aus dem Weg und ich schärfe meine Sinne. Mal sehen, ob ich etwas aufnehme, was ich interpretieren kann. Ja. Ich habe leider keine Sitzanimation. Das klingt nach einem Audio-Recorder. Ja. Das war genau die richtige Idee. Es ist, wie ich angenommen hatte. Ich kann es spüren. Yay. Die Präsenz des aktiven, dunklen Elex ist hier überall. Es hat hier gewütet und hat diese Biester noch vor kurzem gewandelt. Was hast du sonst noch herausgefunden? Die Tiere haben sehr gelitten. Ihre Klageschreie liegen noch immer in der Luft. Sie hatten keine Chance, sich gegen die Wandlung zu wehren. Während die Wandlung selbst sehr schnell voranschritt, scheint der Zeitpunkt der Infektion auch nur wenige Stunden vor der Wandlung gelegen zu haben. Das würde ja bedeuten. Ja. Ist ein Tier dieser Größe erst einmal infiziert, dann ist es nur eine Frage von Stunden, vielleicht Tagen, bis es sich wandelt. Was bedeutet das für einen Menschen? Ich weiß es nicht. Das hier waren nur gewandelte Tiere. Ich habe ja keine menschlichen Referenzen. Naja, außer dir. Aber du bist irgendwie etwas Besonderes. Keine Ahnung, warum genau. Jedenfalls dürfen wir nicht von dir auf andere schließen. Na schön. Was jetzt? Das alles hier bringt uns noch nicht sehr weit. Ich brauche größere Exemplare. Ich werde meine Leute darauf ansetzen, die Skyaniden zu beobachten. Wenn mir wieder eine frische Wandlung gemeldet wird, dann gebe ich dir sofort Bescheid. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. So gefällst du mir schon viel besser.
Was, ich? Ach so, ja, ja. Hör bloß auf damit. Lass uns lieber weitermachen. Hä? Warum ist sie denn... Das ist, okay, das gefällt mir jetzt aber auch nicht. Weil vorher hatte sie halt so eine ganze Zeit so eine gereizte Persönlichkeit und jetzt auf einmal ist sie wieder so wie im ersten Teil? Uns haben neue Anweisungen von ganz oben erreicht. Die Barrieren werden den Menschenmassen nicht mehr lange standhalten. Wenn sich die Lage verschlimmert, haben wir die Erlaubnis, unsere Waffen einzusetzen. Hey, Symbol von Kalan. Nachricht Außenposten. Können wir ganz diesen Außenposten platziert, damit wir den Angriff auf das Fort vorbereiten können. Nun setzen wir uns auf das Depot der Alt an. Weißt du überhaupt, wie weit der Weg ist? Vor allem jagen die uns in die Luft, wenn wir ihren Mauern zu nahe kommen. So ein größtenwahnsinniger Idiot. Außerdem müssen wir uns noch um die Monster hier kümmern. Und das will ein vernünftiger Anführer sein. Hey, wir kennen Quake, den haben wir getötet. Der war in der anderen Bude. Also hey, es gibt also doch Story um Quake. Ich habe mich doch... neulich noch beschwert, dass er in seiner komischen Kuppelbauten einfach lebt. Und wir ihn halt irgendwie umgenietet haben und dann war das auch aller Kontext, den wir bis dahin gekriegt haben, volle Quake. Aber anscheinend sind das die Kuppelbaubanditen und die leben hier immer, wenn es hier so eine Dinger gibt. Ich bin bei dir. Ja, warte, ich muss hier... Nein, das war der falsche Tank. Warte, hier, Mana-Tank. So, und jetzt hier. Was sich die Menschen damals wohl dabei gedacht haben... Okay, das ist ziemlich dumm mit dem Feuerring, wenn man ehrlich ist, oder? Aber was ist denn das jetzt hier? Wie dumm! Wie verdammt dumm ist dieser Feuerring? Ernsthaft? Oh, Kaya ist vergiftet schon, was denn? Was Besonderes. Naja, das nehmen wir jetzt einfach mal so hin, dass Jax was Besonderes ist, aber... Oh, Donnerrohr. Dum, 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 dum. Aber trotzdem mit... Ich glaube, irgendjemand lebt hier noch. Ey, 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 ein Bild. Von Eltern, die ihren Kindern wieder kein vernünftiges Papier kaufen. Ach so, sie stöhnt hier rum wegen dem Gift. Ich habe nämlich alle Leute ausgeraubt. Schlafsack? Ah, Banditor. Genau. 39 Elixit und 2 Dietrich. Okay, wenn die Banditen immer Dietriche bei haben, ich habe da noch nicht so drauf geachtet, dann erklärt das zumindest, warum ich... Die Riegel? Gibt es hier noch welche... Rezept Muckefuck. Oh, jetzt können wir nicht Kaffee brauen. Was gibt's hier noch Schönes? Eine Truhe. Leichtes Schloss. Na, dann bitte. Das ist natürlich nicht ganz so leicht. Ah, doch. Ey, noch mehr Raketentreibstoff. Ein kleiner roter Stein, aber da wir nie Sockeln gelevelt haben und das wahrscheinlich auch nicht tun werden. Wie hat eigentlich die Kellerasse da überlebt? Ich bin doch hier durchgerannt und hab einfach alles sterben lassen. Das ist ja auch ein Ding. Na gut, das waren auf jeden Fall die örtlichen Banditen. Ich würde mal sagen, wir rätseln an den Ursprüngen des dunklen Edicts beim nächsten Mal weiter. Würde sich zumindest thematisch anbieten, oder? Hat sie direkt die nächste Quest für mich? Ja, weiß ich nicht. Irgendwie der Feuerregen? Also gegen so menschliche Gegner scheint ja doch ganz gut zu sein, ne? Die Menschen legen alle ihre Hoffnungen in deine Hände. Wissen es bloß nicht. Und da sind sie auch gut aufgehoben, wenn du mich fragst. Jetzt einmal ist wieder gut Wetter hier. Du bist ein guter Mensch, Jax. Mach weiter so. Du bist auf dem richtigen Weg. War ja klar, dass Nasty diese Person wieder irgendwo auftaucht. Oh, sie holt nach. Musstest du sie unbedingt rekrutieren? Sie ist gut. Gut in was? Frei mir auch. Nun, Das Einzige, in dem sie gut ist, ist Ärger zu machen. Ich sag dir was, wenn dir wegen der Zicke wieder die Scheiße um die Ohren fliegt, dann verschon mich damit. Das ist dein Problem. Oh. So, wie stehen wir hier eigentlich? Geht's dir gut? Na klar, danke. Sie mag mich. Der Krieg gegen die Fremden scheint unvermeidbar. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir bei den Vorbereitungen nicht ins Hintertreffen geraten. Ah ja, okay, super. Naja, sie mag mich. Das ist doch schon mal, Das ist jetzt zwar noch nicht ganz so der Beziehungsstatus, der Dex hervorgebracht hat, aber naja, da können wir ja noch arbeiten. Apropos Dex, der hat bestimmt auch wieder richtig nervige Quests für mich, ne? Gut, dann schlafe ich jetzt, glaube ich, jetzt einfach mal 24 Stunden. So, habe ich jetzt das mit dem Jetpack schon gemacht? Ah ja, okay, gut. Also ich kann sowieso alle Jetpack-Dinger verkaufen. Das war vorhin also nicht falsch. Hier rüberfliegen zum Schmied, ohne von irgendwelchen Begleitern, zum Beispiel Falk angequatscht zu werden. So, hallo Herr Schmied. Aber ich kann mir übrigens jetzt langsam aufhören, den Bogen zu leveln, oder? Also bis man mit dem Bogen rumzuballern. Und damit auch Pfeile zu kaufen, weil das, ich glaube nicht, dass ich nicht mehr so viel einsetzen werde. Nein, Falk! Nein! Nein! Schon einen neuen Plan für ein weiteres Experiment? Ja, in der Tat habe ich einen. Ich will zu Tihalk. Er ist ein guter Feldherr und sehr stark im Kampf.
Was willst du von ihm? Also, es ist so. Eine ganz typisch menschliche Eigenschaft ist die Bereitschaft, ein Risiko einzugehen. Wir Maschinen wägen stets unsere Chancen auf Erfolg ab und haben einen gewissen Grenzwert, ab dem wir ein Risiko als akzeptabel ansehen. Toll. Menschen versuchen sehr häufig die unmöglichsten Dinge, obwohl sie genau wissen, dass die Chancen gegen sie sehr schlecht stehen. Oh oh. Ja, du ahnst schon, was ich vorhabe, oder? Ja, aber es ist, Bin mir noch nicht sicher. Erzähl weiter. Es wird turbulenter, würde der Volksmund sagen, nicht wahr? Der Volksmund. Ich brauche die Erfahrung einer Niederlage, die man schon im Vorfeld chancentechnisch als sehr wahrscheinlich ansehen würde. Du willst also mit Tial kämpfen und den Kampf verlieren? Verstehe ich das richtig? Du trägst die Bürde, als mein Mentor zu fungieren, nicht zu Unrecht, wie ich immer wieder feststellen muss. Woher willst du wissen, dass du nicht stärker als Tiag bist? Ich weiß es nicht. Für mein Experiment reicht die Annahme aus, dass es so sein könnte. Also, wenn du mich zu Tiag begleiten würdest, wäre ich dir sehr verbunden. Ja, aber nicht jetzt. Wir machen später Begleiterquests. Ich bin ja nicht nur in dieser Schmiede, was eine schlechte Wahl ist, wie ich gerade feststellen möchte. Nein! Eine weitere Ortung von Kontrollknotenchips der Skyans. Ja, es ist toll. Sehr gut, ich habe schon darauf gewartet. Wo sind Sie diesmal? In Ignadon. Toll. Ich frage mich immer noch, was ist an der Technologie der alten Welt so interessant für diese hochentwickelte Spezies? Die Antwort gibt uns vielleicht ein weiterer Scan. Bei dir klingt das immer so einfach. Ist es jetzt ja auch. Relative Einfachheit. Fehlende Informationen bedeuten, wir können die Frage nicht beantworten. Eine umfassende Analyse bringt Informationen und die Wahrscheinlichkeit steigt, die Frage möglicherweise beantworten zu können. Bebop. Sag ich ja. So, machen wir später. Das andere Ding machen wir auch später. Commander, meine Sensoren melden, der Waffengefährte Fox ist von Berserkern des Forts gefangen genommen worden. Ja, aber interessiert mich gerade nicht. Was? Wie konnte das passieren? Fox hat sich von der Truppe entfernt und befand sich auf einem Alleingang. Das nenne ich maximal mies gelaufen. Sie haben ihn doch noch eingebuchtet, bevor er seinen Rehabilitationsplan im Fort umsetzen konnte. Empfehle sofortigen Scan der Gesamtsituation im Fort. Ja, Kleiner, ich mache mir auch Sorgen um ihn. Hoffentlich komme ich noch nicht zu spät. Positiv. Ja, danke für den Follow, falls du eine echte Person bist. So, gut. Das hätten wir also. So, was ich eigentlich machen wollte, ist, ich wollte hier eigentlich random Waffen einfach nur upgraden, damit ich sie hinterher verkaufen kann. Mit meinem Level 1 Skill. Das ist der bestverwendetste Skillpunkt überhaupt, ne? Dass du hier diese Waffen zusammenwerfen kannst. Weil, oh, die Altschwerter, die habe ich aus dem Roboter rausgeholt. Weil dadurch kannst du halt so viel Geld machen. Einfach weil du über diese ganzen Waffen hier irgendwie. Ne, gut ist. Oh, ich könnte sogar noch die Alpschwerter noch zu. Ne, kann ich nicht, weil ich habe keine Waffen Spiel 3. Ich dachte gerade, ich kann die nochmal upgraden. Was haben wir hier noch? Ne, das kann ich auch nicht. Das sage ich jetzt mal. Aber bestätige die große Axt. Von 100 Wert auf 800 Wert. Jawollo. So, da können wir nochmal richtig reich werden. Muss man mal direkt gucken, ob es jetzt eigentlich eine neue Rüstung gibt. Das reden wir doch noch mit den Schmieden oder wie ich eigentlich machen wollte. So, bring mir was bei. Ne, ich will was kaufen. Sieh ja doch. Er hat meinen ganzen Crap, den ich verkauft habe. Es gibt keine neue, bessere Rebellenkleidung. Aber er hat auch Mana-Tränke im Angebot. Okay, ich kaufe jetzt alle Mana-Tränke, die man so haben kann. Einfach, weil ich die jetzt brauche. Weil anscheinend, wenn mit Level 27 als Magier hat man ja... Bist du schon Level 30? Nee, eben nicht. Ich bin Level 29, glaube ich. Oder 27. Der Rasierer, warum ich den denn hier? Aber ich brauche wieso stärker. Naja. Ja, das Sockelsystem geht ja leider jetzt komplett an mir vorbei, ne? Weil ich hab einfach keine Sockel. Also ich kann das halt nicht und die Waffen, die ich benutze, also Hände, die haben halt auch irgendwie keine Sockel, die ich irgendwie benutzen kann. Naja gut, das sind ja schlappe 8000 für 4 Mana, 8 Mana-Tränke, das ist ein guter Halbtauschhandel. Was wir zurück zu meiner guten alten Illusion bringt, wo ich früher dachte, dass ich sie kann. Wo ich früher als Kind immer dachte, dass man im echten Leben auch so einfach Geld verdienen kann wie in Spielen. Damals noch am Beispiel Diablo. Dass du halt zurück in Town gehst, dein ganzes Zeug verkaufst und gut ist. Das Problem ist bloß, in der Regel überfällt man eher keine. Scheiße! Guten. Wo ist denn jetzt eigentlich Kaya? Hat die mich jetzt hier irgendwie sitzen lassen? Ja, die Infektion. So, nächste will bestimmt auch was von mir. Wo ist denn jetzt Kaya hin?
Das ist nicht Kaya. Ach, da ist sie, Leute. Achso, sie braucht kein Jetpack. Zumindest gab es Live-Leech und Bonus-XP per Kill. Was? Die Sockel wären ganz okay für LX1 gewesen. Wenn wir die Dinger nicht zu Ende bekommen, werden die schon redundant sind. Ja, die Bonus-XP rechnet sich in diesem Spiel nie. Nö, so viel sind auch keine. Ich raste mal ein bisschen weiter. Ich mach mal eine Nacht. Weil ich habe da schon mal durchgerechnet, dass sich das, dass sie dieses Magazine lesen und so, das bringt's einfach nicht. Das rechnerisch ist es das nicht wert. Das kommt nichts mehr rum. Du kannst irgendwie drei Gegner mehr töten und dann. Das ist doch nicht normal. Ja, schon gut laufen. Nein, Buddy will bestimmt auch wieder irgendeine dumme Quest mehr machen. Ja, bei LX1 hast du keine echte XP für Monster bekommen. Ich erinnere mich nicht, es ist schon lange her. Aha. Hör mal, ich habe eine neue Meldung über die Skyaniden bekommen. Haha! Ein paar größere Biester haben sich gerade ganz in der Nähe der Bastion gewandelt. Wenn wir schnell sind, dann kriegen wir sie, bevor sie wieder verschwinden. Na, dann müssen wir da auf jeden Fall hin. Aber, darauf habe ich gewartet, beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt LX2. Macht's gut, bis dahin. Ciao.